Ja, wir sind hier heute im Bundestag. Heute ist die erste Lesung auf Antrag der Altparteien, die heute sogar am Dienstag eine Sondersitzung des Parlaments einberufen haben. Thema ist heute die Einführung der Impfpflicht für bestimmte Gruppen, was aus meiner Sicht natürlich die Vorbereitung für den Impfzwang für die Gesamtbevölkerung sein wird. Das ist das, was wir heute besprechen. Die erste Lesung zeigt natürlich ganz klar, wo die Linien verlaufen. Hier werden, so wie es aussieht, die Altparteien alle, auch von der Seite der Opposition, dieses Gesetz unterstützen. Die einzige Partei, die ganz klar gegen einen Impfzwang, gegen eine Impfpflicht, wie immer man es nennen will, ist hier die AfD. Und wir beziehen hier ganz klar Positionen. Wir werden am Freitag in der namentlichen Abstimmung geschlossen gegen dieses Gesetz stimmen.